Willkommen zurück, liebe Leute, zu Alien Isolation. Wir machen jetzt mal weiter. Haben den Strom wieder angestellt. Wow, shit. Was zur Hölle, Mann? Was zur Hölle? Geht hier ab? Ah, da hinten ist noch eine Treppe. Sieh mal an. Das da vorne muss der Ausgang sein. Da brauchen wir einen Wartungsjäger. What the fuck, Mann? Wie viele Sachen brauchst du denn für die ganzen Türen? Plasmaschneider, Ionen, bla, Dingsbums. Was ist hier nochmal? Wartungsheber. Ach du Kacke, ja. Naja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall kurz an dieser Stelle danke an alle, die sich bisher beteiligt haben bei dem Let's Play. Mit einem Kommentar oder mit einem Like. Danke an euch, Leute. Und, ja. Wir machen auf jeden Fall definitiv noch ein bisschen weiter. So. Was haben wir denn hier? Zum Verstecken halten. Okay. Okay. Heißt das, wir werden hier irgendwann mal verfolgt, oder wie? Von dem Vieh? Outlast-Style? Amnesia-Style? Was soll denn das, diese kleinen Ruckler immer, wenn man irgendwie einen Raum betritt oder so? Was ist das? Das ist ein Puzzleball oder was ist das? Der goldene Schnatz als Puzzleball. Ah, was haben wir denn da? Haha, ist ja geil. Alter, Joystick. Okay, da können wir auch durch. Da hinten war aber auch noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes lang soll. Kann man sich irgendwie umdrehen oder so? Was steht denn da? What's? Oder ne, was steht? Ich weiß nicht, ich kann das nicht lesen. Hier brauchen wir Wartungsheber. Immer diese Sachen, die wir brauchen. Das heißt, es gibt anscheinend auch sehr, sehr viel Backtracking wahrscheinlich am Ende. Oder zwischendurch auch, dass wir immer wieder zurückkommt zu den Türen, wenn man die Sachen dann hat. Finde ich persönlich jetzt, naja, kommt drauf an, wie es gemacht ist, aber Gebiete immer und immer und immer wieder zu besuchen, wenn es so ist. Was ist das hier überhaupt? Scheiße, das ist Blut. Also, was ich sagen wollte, scheiße, Mann. Wenn man jetzt Gebiete 5, 6, 7 Mal besucht, immer wieder, dann finde ich das nicht so geil. Aber mal sehen, wie es gemacht ist. Oh, shit. Scheiße. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist jetzt Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaub, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Geil, wir haben unseren Wartungsheber. Yay! Alter! Allein der scheiße Ton schon! Oh Gott, was ist denn los mit mir?
bin ich so scheiße schreckhaft. Und ich will Evil Within. Evil Within. Mein Gott, das ist, ich hab so mein Problem mit TH im Englischen, ne? Aber Evil Within. Within. Thief. Bindemittel haben wir. Das will ich ja auch noch zocken. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch gerne mit dabei sein. Folgende Person. Haste. Hab ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Vielleicht. So, jetzt können wir hier durch. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann. Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Ich verstehe gerade nicht, warum die Zwischensequenzen so unflüssig laufen. Guck mal, hier läuft das ganz normal. Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Okay. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Okay. Irgendwie erinnert der Typ mich aus Infamous Second Son an den Rauchtyp. Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Aber wer Infamous Second Son kennt, weiß, wen ich meine. Das Schiff gibt es wirklich. Ich glaube, er hat sogar die Stimme. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na klar, kein Problem. Ich darf drücken? Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Raumfahrtterminal, ein Frachttransport. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort!
Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Na dann. Ja, da sind Leute. Was ist los mit dir? Läufst du vor oder soll ich vorlaufen? Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Komm schon, läufst du? Soll ich vor? Alles klar. Ah, nee, warte mal, wir müssen hier rein. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Alles klar, Axel. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. War das Jim Beam? Was war denn das? Sag mal, kann ich nicht irgendwie die Fackel zurückstecken? Ich stecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Na, oh. Haben Sie genug Batterien mit? Falscher Knopf. Scheiße. Ja, ich möchte das überschreiben. Okay. Na los, worauf warten Sie? Nehmen Sie sich die... Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Alles klar, ich bin direkt hinter dir. Gerade ausgemacht. Hier lang. Ruhe da hinten. Sie können gerade gar nicht viel sagen, weil die Nonstop am Reden sind, aber passt mir eigentlich ganz gut. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ich soll den Schacht suchen? Okay. Gesperrt. Wie sieht denn so ein Schacht aus auf dem... auf der Map? Na gut, wir gucken einfach mal. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. War das der? Axel! Ist es der hier? Scheint fast so. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, klar, du hast ihn auch gefunden, wa, Kollege? Los jetzt! Ja, sehr gut.
Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Wenn wir Bock hätten, könnten wir mir jetzt einfach die Knarre wegnehmen und ihn abknallen. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. So ein Scheiß. Schalten Sie die Taschenlampe aus! Folgen Sie mir! Oh, was ist das? Ich will dich doch nur ein bisschen ärgern, Kollege. Ich will speichern kurz. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Ich nämlich nicht. Leise! Mach doch gar nichts, du Pisser. Reg mich nicht auf. Ich bin direkt hinter dir. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Los, wir schaffen das. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Ja, wow. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Den Generator. Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was? Gehst du in die richtige Richtung? Was soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir. Komm schon, Amanda. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang. Das. Einmal die Schnauze zu halten. Das wird es sein, oder? Der Generator? Oh ja. Leute, den schalten wir aber erst beim nächsten Mal ein. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen von Alien, lasst es mich wissen. Feedback und so weiter, Kommentare, Bewertungen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.